Wunderschön. Ja, Geralt, red ruhig. Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ruinen des Thermespalasts. Tusar war einst ein Elfenland. Der Herzogspalast ist das berühmteste, jedoch nicht das einzige Relikt aus diesen Zeiten. Die Enseiden ließen zahlreiche große und kleine Gebäude, über deren Zweck man heute oft nur noch mutmaßen kann. Die Ruinen des Thermespalasts beispielsweise gelten einigen als Ruhesitz des letzten Elfenkönigs, andere halten sie für einen Tempel zu Ehren einer vergessenen Gottheit. Den wahren Zweck wird man wohl nie erfahren. Doch! Das ist der letzte Ruhesitz eines Elfenkönigs. Ich weiß es. Ich war gerade drin. Ach, ich mach das immer so ein bisschen betrübt, wenn man immer so die Vergangenheit so mitbekommt, dass das hier mal Elfenland war und die irgendwie vernichtet und ausgerottet wurden und die Menschen da halt dran schuld sind und alles. Es wäre geil, da mal einen Witcher-Teil zu spielen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es damals schon Hexer gab. Wahrscheinlich nicht. Was halt in der Zeit spielt, wo das alles noch nicht so war, ne? Aber vielleicht zur Elfenzeit ist es wahrscheinlich schon hunderte, vielleicht sogar schon tausende Jahre her. Vielleicht gab es zur Elfenzeit auch schon Ruinen von anderen. Zerstörtes Elfenheiligtum. Von anderen Zivilisationen, die davor gelebt haben. Das weiß man ja nicht. Irgendwas drin unter der Brücke? Ich glaube nicht. Bewachter Schatz. Was sind das für Dinger? Extra großen Ertrunken oder was? Hä? Ach, Flatterer! Drei Stück auf einmal? What? Das ist aber viel. Sind ja eigentlich auch ziemlich starke Gegner, wir machen ganz gut Schaden. Ah, die halt auch, das dachte ich mir schon. Au! Ach, schon tot, okay. Was ist denn eigentlich der Große hier? Was ist denn das? Ein Garkin. Ah, ist dann wahrscheinlich der Chef der Flatterer. Au. Aber dieses Vergiftungsbonus-Ding da, jetzt sind wir bei 86%, dass wir den Gegner dadurch vergiften, das scheint ganz geil zu sein. Gar keine Flügel, ist echt merkwürdig. Okay, wir müssen ganz schnell weißen Honig nehmen. Haben quasi nichts zum Heilen. Ach doch, wir haben noch einmal den Absud. Ah, direkter Tod, nice. Puh. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen dümmer anstellt beim Kämpfen, ist es hier ein schwieriger Kampf gegen die drei, weil die machen echt gut Schaden und die haben auch ein bisschen ausgehalten. Vor allem halt der Garkiner, wie der hieß, aber den hat man anscheinend schon mal, also kein neuer Bistarium-Eintrag, oder? Flatterer, hä? Aber Flatterer hatten wir doch schon. Flatterer hatten wir doch schon, oder? Oder war das echt... Keyman, das könnte... Nee, wir hatten doch schon mal einen Flatterer in Witcher 3. Da war das doch dieser eine Mörder, der diese Betrunkenen gejagt hat. Aber egal. Die Leiche des Verblichenen war schlimm zugerichtet. Von der Nase war nur noch ein blutiges Loch übrig. Ein Auge war bis zur Unkenntlichkeit zerkaut worden. Der Unterkiefer war abgerissen. Feldwebel Dovate übergab sich angesichts der Bescherung ausgiebig. Riechsalz musste eingesetzt werden. Die Untersuchung wurde abgebrochen und die Tat einem Monster zugeschrieben. Berichtfragment der Toussaint Herzogswache. Flatterer gelten als niedere Vampire. Sie mögen ihren höheren Verwandten jeder Hinsicht von der Physiomagie bis zur Physiognomie unterlegen sein, aber sie dürfen keinesfalls unterschätzt werden, da sie immer noch höchst gefährlich sind.
Flatterer sind nicht mit anderen Kreaturen zu verwechseln, da ihre breiten, zahnbewehrten Kiefer, ihre flachen, hässlichen Gesichter und ihre haarlosen und oft warzigen Körper höchst charakteristisch sind. Diese Vampire kämpfen überwiegend mit Klauen und Zähnen, die sie wie im Rausch einsetzen und auch dann nicht aufhören, wenn ihr Gegenüber längst tot ist. Ein einziger Flatterer ist stark genug, um einen ausgebildeten Soldaten den Garaus zu machen. Im Vergleich zu anderen Vampiren sind Flatterer nur mäßig intelligent. Dafür spricht gerade auch die hirnlose Wut, mit der sie sich geradezu zwanghaft auf jedes schwächere Wesen stürzen müssen. Aber Garkins hat man auf jeden Fall noch nicht. Blut an der Decke, Gedärme an den Wänden, das muss ein Garkin gewesen sein. Jan von Lan-Exeter, Ermittlerer und Hauptmann der Stadtwache. Garkins gehören wie Flatterer zu den besonders gefährlichen Vampiren, deren Stärke sogar die von Bees übertrifft. Begegnungen mit ihnen verlaufen praktisch immer tödlich, weswegen es nur wenige Augenzeugenberichte über sie gibt. Aus den Stadtwachenberichten über die Angriffe auf Lan-Exeter im Jahr 1104 durch drei Garkins, später erschlagen von einem gewissen Hexer namens Olivier von Goulet, geht hervor, dass diese fürchterlichen Monster nicht nur das Blut ihrer Opfer trinken. Vielmehr haben die Ermittler aus den Schauplätzen der Verbrechen gefolgert, dass Garkins ihre Opfer mit Genuss zerreißen und in ihren Eingeweiden herumwühlen. Das klingt gut. Ist das ein weiterführendes Quest oder was? Sieht fast so aus. Das Tagebuch haben wir schon mal gelesen? Hä? Wie geht das denn? Wie können wir denn den Tagebuch schon mal gelesen haben? Chaotisch geführtes Tagebuch. Jeden Tag bereue ich, was ich damals gesagt habe. Wie konnte ich nur so dumm sein? Warum habe ich nicht eingewilligt, ihre Assistenz zu werden? Voll Teufel, niederträchtiger Ehrgeiz. Oh, Isabel, vergib mir das. Wir haben es schon mal gelesen, auf jeden Fall. So komisch, dass es das gleiche Tagebuch zweimal gibt. Das gibt gar keinen Sinn. Kleiner Fehler, würde ich sagen. Logischerweise. Oh, hier ist noch was. Alter Brief. War das für das Quest? Der Brief scheint unzählige Male gelesen worden zu sein. Einige Worte sind völlig abgegriffen. Mein liebster Noel, ich weiß, dass du meine Entscheidung nicht gutheißt. Du sollst wissen, dass sie mir nicht gleich gefallen ist, aber ich habe mich entschieden. Ich werde die Expedition zu den Thermis-Ruinen leiten. Die Informationen, auf die ich dort vielleicht stoße, bedeuten einen neuen Höhepunkt in meiner Karriere. Ich weiß nicht, mit welchen Argumenten ich dir beweisen will, dass ich nicht mit dir konkurrieren möchte. Ich verstehe, dass es dir um Ehrgeiz geht, aber unsere wissenschaftliche Arbeit soll auf das, was zwischen uns ist, keinen Einfluss haben. Ich denke, sobald du alles genau durchdacht hast, wirst du als mein Assistent zu uns stoßen und gemeinsam werden wir in Liebe, Isabel. Tja, er ist leider tot. Ich weiß nicht, ob Isabel noch lebt. Ich hoffe es. Dann haben wir das Fragezeichen abgeschlossen und gehen. Da ist ja eigentlich das Hauptquest näher als das Fragezeichen. Da gehen wir zum Hauptquest. Let it rain, baby. Oh komm. Plötzlich wurde so lange nicht mehr geritten. Da braucht es auch mal wieder. Der möchte bei seinem Herrn sein. Logisch. Wo bist du denn? Und wieder mitten in den Bäumen. Komm her. Ist ja auch ein bisschen weiter weg, von daher. Und verfolgt irgendwas, aber nicht mehr lange. Oh. Das ist schon wieder ziemlich trüb. Ist das der Ruine zu verdanken? Ich mache ja mal einen kleinen Umweg, einfach damit die Gegner mich nicht mehr verfolgen. Barkhäste. Kein gutes Omen. Ich sag doch, hier ist es ganz trüb und merkwürdig. Dann bist du hässlich. Wieso hält denn der so viel aus? Die anderen, die wir mit zwei Schlägen platt gemacht haben, waren Level 40. Der war Level 37. Was ist das eigentlich für ein Gegner da unten? Ist wieder ein Flatterer oder sowas? Egal, soll mich nicht kümmern. Wir gehen jetzt da rein. Ich suche zumindest mal den Eingang. Suche nach dem Lager des Wichts. Castamara. Jagdhütte. Aber wir haben, glaube ich, noch kein. Ne. Ach doch, hier. Trastamara Jagdhütte. Amadis de Trastamara erhielt als Anerkenntnis seiner Verdienste um Toussaint dieses Anwesen von Herzogin Caroberta. Doch das Geschenk hatte nicht nur einen Haken. Es zeigten sich, dass es auf dem Anwesen spukte und noch schlimmer, dass eine beachtliche Steuerschuld darauf lastete.
Rastamara bat die Druiden von Kit Mirkwit um Rat und erhielt diese Auskunft. Wenn mit dem Geist keine Einigung möglich sei, müsse das Anwesen aufgegeben werden. Gut, wo kommen wir jetzt hier rein? Seltsam. Mir ist, als würden die Löffel einen Rhythmus trommeln. Eine Botschaft an mich. Und was für eine? Bring das zu essen mit, oder? Egal, gehen wir direkt rein. Oder auch nicht. Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen. Kein Löffel soll dich sättigen. Nie wieder sollst du in den Spiegel zu blicken wagen. Klingt tatsächlich wie ein Fluch. Da ist jemand besessen. Regis sagte ja, der Ort sei verflucht. Kann kein Zufall sein. Ich muss mich umsehen. Das klingt sehr geheimnisvoll. Was für ein Schweinestall. Muss ihn gründlich durchsuchen. Vielleicht finde ich etwas Wichtspeichel. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Kein Löffel soll dich sättigen. Was immer hier lebt, nimmt das wörtlich. Es sucht noch nach dem richtigen Löffel. Dann ist unsere Aufgabe wahrscheinlich, den richtigen Löffel zu finden, damit er uns gibt, was wir brauchen, oder ein ganz normaler Löffel. Etwas angejahrt vielleicht. Angejahrt, auch noch nie gehört. Löffelschlüssel. Ein Löffelschlüssel. Fein gearbeitet. Mit Inschrift. Der Wicht ist ein wahrer Sammler. Notiz am Löffelschlüssel. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt, ein antiker Löffelschlüssel, gefertigt 1210 der Werkstatt Christoffersen und Söhne, Eigentum von Smigol Serkes ist. Besitzer der Fasanerie. Sitzt noch einen geheimnisvollen Löffel. Aha. Machen wir dann auf jeden Fall irgendwann mal. Halt. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Und ganz doll viele Leichen. Hat der mich die umgebracht? Skelette. Die Leute sind sicher nicht freiwillig hergekommen. Hat das was mit dem Fluch zu tun? Niemand soll mit dir an der Tafel sitzen? Würde passen. Rechter Arm abgebissen, alle Zähne ausgeschlagen. Jemand wollte ihn gewaltsam füttern. Hals gebrochen, Schädel eingeschlagen, mit einem schweren Objekt. Keine Klauen und Bissspuren. Vermutlich wurde er erstickt. Alles gewaltsame Tote. Vielleicht ist der Wicht doch kein so guter, dann habe ich auch keine Bedenken, ihn dann umzubringen, falls es so sein muss. Verrottender Brief, da kann man ja bestimmt das meiste nicht lesen. Lieber Meister Levasseur, ich weiß, dass du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlose verdienst. Ich hätte einen ungewöhnlichen Auftrag für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hier herausbestellt habe, ohne selbst anwesend sein zu können. Leider ist in meiner gegenwärtigen Lage jede Art von Treffen sehr riskant. Weniger für mich, als vielmehr für diejenigen, mit denen ich mich treffe. Abgesehen davon ist dies der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder, was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkung einer Medizin, die ich vor einiger Zeit von einer Kräuterfrau erhielt. Das Problem ist, dass sie kurz nach meinem Besuch bei ihr spurlos verschwunden ist. Es ist mein verzweifelter Wunsch, meinem Gebrechen auf den Grund zu gehen und daher heuere ich dich an. Du sollst eine gewisse Frau finden, die in dieser Gegend die Kräuterkundige war. Wenn du das schaffst, dann musst du möglichst viel über die Medizin herausfinden, die sie mir gegeben hat. Um mein Leiden ihr Werk ist, so beschaffe ein Gegengift bei ihr. Du sollst es nicht bereuen. Ich bin wohlhabend und werde nicht geizen, wenn ich deine Dienste vergüte. Wenn mein Zustand nichts mit ihren Machenschaften zu tun hat, dann lass sie gehen, denn dann bin ich in den Fängen eines fürchterlichen Fluchs, von dem mich nur die Götter befreien können und den ein gewisser Bettler gewirkt haben muss, der eines Abends zum Anwesen kam, als ich gerade Gäste hatte. Wenn du diesen Herumtreiber finden kannst, bezahle ich dir das Doppelte. Leider weiß ich nichts mehr über ihn als den Umstand, dass er Spiegel verkauft hat.
Das ist ein... Was? Das ist eingestandenermaßen nicht viel, aber doch etwas und besser als nichts. Ich vertraue auf deine beachtlichen Fähigkeiten und wünsche dir viel Glück. Marlene de Trastamara ist sogar eine Frau, die verflucht wurde und zum Wicht wurde. Und natürlich Gaunter Udim, unser Spiegelmeister, der scheint diesen Fluch gewirkt zu haben. Sehr interessant. Ein Frauenname ist in den Holzlöffel geschnitzt. Romantisch. Gaunter Udim, war ja klar, dass sie da noch irgendwelche Hinweise im zweiten Expansion Pack auf den guten Mann, meiner Meinung nach mit der interessanteste der Charakter im ganzen besessen. Spiel machen. Ein echter Sammler. Was haben wir? Durch, dann gehen wir mal hier runter. Geht's hier in den Keller? Vorratsraum, wie auch immer. Sieht tatsächlich nach dem Lager eines Wichts aus. Etwas ungewöhnlich, aber dennoch. Sicher ist sein Kessel hier irgendwo. Ein ganz normaler Löffel. Etwas angejagt vielleicht. Chateau irgendwas, Goldlöffel, angeknabberter Löffel, Silberlöffel. Wir haben halt... Noch ein Löffel. Wir haben halt oben gar nicht den anderen Raum angeguckt, aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig, weil wir ja jetzt schon weiter sind im Quest, aber ich würde es halt trotzdem gerne machen. Halt. Der Löffel ist ein Meisterwerk. Der muss reichen Leuten gehört haben. Wie kann denn ein Löffel ein Meisterwerk sein? Fleckiges Tagebuch. Ich habe jetzt seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich eine Kräuterfrau aufsuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Die Schwindelanfälle haben nicht nachgelassen. Jetzt sind auch noch Schmerzen dazugekommen. So stark, dass ich manchmal nichts mehr sehen kann. Ich war bei der Kräuterfrau, eine abstoßende alte Hexe, die mich angaffte, als hätte sie ein Monster gesehen. Sie gab mir irgendein verfluchtes Gebräu, das ich nun zweimal täglich trinken muss. Es hilft kein bisschen. Heute blickte ich wie üblich in den Spiegel. Was ich da sah, machte mich sprachlos. Ich suche immer nach Fältchen oder Augenringen, doch heute, ich wünschte, es wären nur Fältchen. Mir wachsen Haare auf den Brüsten. Es ist abscheulich. Das muss an diesen verdammten Kräutern liegen. Ich ging zur Kräuterfrau, um sie zu verprügeln, aber ihre Hütte war verlassen. Sie muss gewusst haben, was mir bevorsteht und das weitergesucht haben. Meine Familie schöpft allmählich Verdacht, obwohl ich das Haar zurückschneide, das immer schneller wächst. Ich versuche den Gedanken nicht zu denken, aber ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht waren es gar nicht die Kräuter, sondern ich bin von diesem alten Bettler verflucht worden, den ich einst verjagen musste. Ich muss es herausfinden. Ich muss jemanden anhören, der die Kräuterfrau findet. Ich kann nicht denken und kaum schreiben. Einsamkeit, keine Familie. Essen. Ich will essen. Kein guter Löffel. Leere Löffel. Oh, das erinnert mich, weil das ist auch eine Hommage an Resident Evil 1 ist es, glaube ich. Da findet man das Tagebuch von dem Infizierten, der halt im Laufe der Einträge zum Zombie wird und am Anfang noch ganz normal schreit und dann halt auch immer kürzer und abgehackter und dann irgendwann nur noch irgendwie Gehirn, Hunger oder irgendwas aufschreit. Und hier ist genauso. Essen, ich will essen, kein guter Löffel. Leere Löffel. Nichts zu essen, es tut weh. Spiegel, Lügen, nein. Ah. Armes Mädchen. Hat gemerkt, dass sie allmählich zum Monster wird und hat es aufgezeichnet. Rührend. Rührend. Das ist also wirklich eine Frau. Krass. Die Arme, nur weil sie diesen blöden Gaunter Udim verjagt hat. Nehmen wir die ganzen Löffel mit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig wieso, aber... Hab grad Bock drauf. Ein zerschlagener Spiegel. Mochte sich da jemand nicht ansehen? Vielleicht ist die Autorin des Tagebuchs das Monster, das hier haust. Ach, sag bloß, du hast ja schnell rausgefunden. Natürlich ist es so, das wusstest du auch vorher schon, Geralt. So, gehen wir hier mal weiter und suchen den Kessel, weil finden wir ja auch die Wichtfrau. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Ja, das wissen wir mittlerweile. Da ist der Kessel. Der Wicht ist ja nicht sehr ordentlich. Der Tisch ist gedeckt. Dieser Wicht bereitet offenbar ein Festmahl vor. Der Wicht, der hier haust, der steht unter einem Fluch. Und er will ihn verzweifelt loswerden. Werden wir dann wohl mal helfen? Ein ganz normaler Löffel.
Etwas angejagt vielleicht. Großes grünes Mutagen, nice. Aber rot wäre mir lieber. Brauche ich zumindest dringender als grün. Aber groß ist immer erstmal gut. Egal welche Farbe. Noch ein Löffel. So normal wie der zuvor. Sieht's denn mit dem Gewicht aus? Oh, 163 von 160. Ich hab's geahnt. Das ist auch das Zeichen. Scheiße, Mann. Wir haben echt viel Müll mit eingesammelt in letzter Zeit. Das heißt, wir müssen mal wertlose Sachen, die schwer sind, wegschmeißen. 1,37. Rüstungen sind immer ziemlich schwer. 700. 3000! Oh! 600, 500, 600, 421. Na, ich schmeiß mal doch erstmal die leichten Sachen weg. Wie schmeiße ich das weg? Ausrüsten, wegwerfen. 300, aber warum ist denn so viel wert, Mann? Ich meine, es sind jetzt die Preise beim Händler, kriege ich dann, weiß ich nicht, 50 oder so, das ist immer so. Das hier sollst du wegschmeißen, nicht das 14. 570. Alter, ist eine normale Stahlwaffe 558? Wie bitte? 403? Alter. Wie gesagt, das sind halt die Preise, die es jetzt, die es wert ist, aber ich krieg halt dann weniger Geld von denen. Na, ist egal, ich schmeiß einfach den Schrott hier weg. Müssten echt mal wieder zu einem Händler kommen, Sachen verkaufen. Und halt jetzt in Zukunft weniger einsammeln erstmal. So, haben wir jetzt alle angeguckt und suchen wir das mal. Der Kessel ist leer. Schade. Regis könnte Suppe gebrauchen, aber er kriegt wohl keine. Ich muss mich wohl verstecken und auf Speicheldrüsen warten, sowie auf deren Träger. Ich verstecke mich so, dass ich den Kessel beobachten kann. Na, ich wollte eigentlich erstmal diesen Gang hier lang gehen, bevor ich... Aber wahrscheinlich müssen wir dann später eh da mal lang, also als andere wäre merkwürdig. Der Wicht ist besessen. Ein echter Sammler. Das wissen wir mittlerweile. Ich höre doch was. Ich glaube, das ist ein Monster. Na gut, komm. Wir müssen dann wahrscheinlich eh da irgendwann lang. Also, es wird ja jetzt nicht vorbei sein, das Quest. Und da verstecken wir uns erstmal in dem. Ach so, nee, wir müssen die Folge erstmal beenden. Ach, verdammt, ich hätte es echt gerne gesehen, ne? Aber ich muss jetzt hier erstmal einen Cut machen und kann auch keine weitere Folge direkt aufnehmen. Von daher bin ich natürlich umso, ja, erpichter darum, schnell nochmal irgendwann das aufnehmen zu können, damit ich weiß, wie es weitergeht, weil das ist echt gerade eine sehr spannende Stelle. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Bis dahin, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, euer Paxis. Tschüss, tschüss.